Er stellt immer wieder meine gesamten Entscheidungen in Frage. Die Größe sämtlicher Räume, die Höhe von sämtlichen Türen. Dann musst du mehr kämpfen. Sag ihm doch, Miles. Ja, ich weiß ich nur... Ich weiß dein Engagement zu schätzen, aber... Ich glaub's einfach eine neue nicht. Mail. Telefonieren wir oder liest du deine E-Mails? Nein. Wir telefonieren. Ich habe nichts, was ich zur Arbeit anziehen kann. Eli ist vollkommen besessen von dieser Cassidy. Und Zoe ist besessen vom Treibhauseffekt. Sie weigert sich neuerdings sogar... Was haben wir denn hier? Glaub mir, es gibt Schlimmeres. Ich kann mit Eli im Grunde bloß noch über Cassidy reden. Ich habe gerade noch was von meinem Vater gefunden. Das ist immer seine Lieblingsstrickjacke gewesen. Unsere Kinder müssen sich kennenlernen. Was? Je eher, desto besser. Lass uns doch morgen alle zusammen Abendessen. Wieso hast du es damit so eilig? Hast du vielleicht irgendwas dagegen? Nein, ich habe überhaupt nichts dagegen. Im Gegenteil, wenn alles gut läuft, könnten wir im nächsten Sommer sogar alle zusammen verreisen. Oder nicht? Eli und Grace kommen doch gut zusammen aus. Jedenfalls hatte ich diesen Eindruck, als Grace Eli... Lass es uns einfach riskieren. Man schiebt im Leben so vieles vor sich her. Ich glaube, die Zeit ist langsam reif dafür, dass... Wir uns alle mal ganz... So ganz ungezwungen kennenlernen, denn wir... Essen abends doch sowieso, also können wir doch auch mal zusammen Abendessen. Nur eine Pizza oder sowas. Kommt auf die Pizza an. Das muss ich erst mit Cassidy bereden. Sie braucht mich vielleicht. Aber du lässt mich nicht im Stich, oder? Das berät ich erst mit Cassidy. Sie braucht mich vielleicht. Mein Regenhut. Glaub mir, heute wird es nicht regnen. Sie hat wirklich eine Treibhausneurose. Mom, borgst du mir deine Strickjacke? Was? Wieso? Als Versteck für meinen fetten Hintern. Tut mir leid, aber das war die von Grandpa. Ach, und komm, ich wollte schon, sie bitte. Eigentlich. Oh, Grace. Bist du eigentlich mit dem Essen heute Abend einverstanden? Ich meine, mir liegt wirklich sehr viel daran. Mom, dann hör auf, das Thema so aufzubauschen. Okay. Sie hat recht. Kein Wort mehr darüber. Deinetwegen kommen wir jetzt zu spät. Ja, selbstverständlich, Miles. Ja, ich werde mich bemühen. Ist das nicht Eli? Mom, ich dachte, du magst ihn. Red kein Mist. Ich komme gleich wieder. Du hast doch neulich zu Amy am Telefon gesagt, dass du... Durch das Ozonloch kriegen kleine Mädchen Hautkrebs. Hallo, Eli. Hallo. Bis nachher. Hey, Grace. Hallo. Alles okay bei dir? Ja, eigentlich schon. Ja? Ich habe kein Problem damit. Ich würde mit jedem essen gehen. Ich habe nur manchmal abends so gut wie gar keinen Hunger. Eine von ihnen kenne ich ja bereits. Durch die Nachhilfe. Und daher... Also mir ist das egal. Wir können gern zusammen Abend essen. Ich denke nur, dass wir uns nichts zu sagen haben. Der Literaturkurs? Naja, der läuft nicht so gut. Ich... Also, wenn du willst, dann wir sehen ich uns, dir... Cassidy! Grace.
Ich hätte gerne so eine Familie wie in Betty und ihre Schwestern. Da gab's eine riesen Auswahl an Schwestern und ich bin nur auf eine angewiesen. Mal sehen, was könnte ich dir denn noch über sie erzählen? Sie kann Taekwondo. Sie ist wirklich ein sehr... Liebes, ich bin gleich wieder da, ja? Naomi! Naomi! Hallo! Hi! Du kennst doch Arlene, oder? Ja, guten Tag. Hallo. Oh, du hast eine neue Frisur. Oh, steht dir gut, danke. Hey, was liest du da? Zeig mal her. Fast ein Heiliger von Anne Tyler, das lesen wir beide. Ihr liest beide das gleiche Buch? Ja, Naomi hat eine Lesegruppe gegründet. Oh, klingt großartig. Ich muss jetzt leider nach Hause. Nochmal alles Gute zum Geburtstag. Danke. Oh Gott, Naomi, ich hab dich vergessen. Ja, ach, halb so wild. Hör zu, der Grund, dass ich dir unsere Lesegruppe verschwiegen habe, ist, nicht doch, das dass ich wusste, dass du nicht unbedingt Lust auf sowas hast. Lass uns doch nachher wenigstens ein bisschen... Oh, ich habe versprochen, ich feiere nur mit den Kindern. Also nur wir drei. Und deshalb... Alles klar. Eigentlich ist mir kein bisschen auf Feiern zumute, weil ich... Ich hätte ja auch heute gar keine Zeit, weil Rick und ich heute unsere Kinder zusammenbringen. Oh. Du kannst dir ja vorstellen, dass ich nervös bin. Dann verschieb es doch. Eine Zeit lang. Ich muss Sie noch schnell was fragen, okay? Ja, mach das. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Danke. Sehe ich natürlich ein. Ich? Ja. Und Mom, wir essen mit denen? Ja. Und zwar heute.